Heute ist unsere Mitgliederversammlung. Wikimedia Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein und hat sich irgendwann mal entschieden, ein Mitgliederverein zu sein. Wir haben mittlerweile über 50.000 und unsere Mitglieder sind das größte Organ des Vereins. Die Mitgliederversammlung ist eine schöne Möglichkeit, einmal auf Gleichgesinnte zu treffen. Unsere Mitglieder sind ja über ganz Deutschland verstreut. Dann passieren natürlich im Plenum auch interessante Sachen. Alle zwei Jahre wird das Präsidium neu gewählt oder es wird über Berichte abgestimmt. Heute wird zum Beispiel von unserem Vorstand der Jahresabschluss 2016 vorgestellt. Da wird berichtet, was hat Wikimedia Deutschland im Jahr 2016 eigentlich alles gemacht. Das Rahmenprogramm ist dieses Mal was ganz Besonderes. Wir haben unseren Jahrmarkt des freien Wissens, wo die Schwerpunkte des Vereins und die Vereinsarbeit vorgestellt werden und Mitglieder mitmachen können bei schönen interaktiven Formaten und mehr auch über ihre Beteiligungsmöglichkeiten erfahren. Wie kann ich eigentlich bei meinem Verein mitmachen? Wie kann ich mich da einbringen? So, wir organisieren die politische Arbeit des Vereins und das bedeutet, wir arbeiten daran, die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen fürs freie Wissen zu verbessern. Das heißt, dass wir mit Politikern sprechen, mit Parteien sprechen, mit Lobbyorganisationen, mit unseren Mitgliedern, mit der Öffentlichkeit, mit der Presse und überall klar machen, was ist freies Wissen, welche Bedingungen braucht freies Wissen und wie können die verbessert werden. Ich bin Fördermitglied. Ich finde den Gedanken sehr wichtig, freies Wissen zu fördern. Weil ich es nutze. Da wollte ich was zurückgeben, darum bin ich dann Mitglied geworden. Weil ich es ganz wichtig empfinde, dass freies Wissen für jedermann zugänglich ist. Sag mal, was schenken wir unserer Mutter eigentlich heute zum Geburtstag? Ah, Papa, das ist doch total einfach. Die neue AK 3001. Das klingt super. Lass uns das bestellen. Er fragt mal seinen Sprachassistenten Holohorst. Holohorst, sag mal, was ist eine AK 3001? Hallo Flo, eine Sekunde. Oh, für diese Information muss ich 75 Bitcoin berechnen. Bitte überweisen. Bitte überweisen. Wir suchen in unserem Projekt neue Autoren und Autorinnen für die Wikipedia. Die Autorenzahlen gehen schon seit einigen Jahren zurück. Und wenn das so weitergeht, was auch jetzt wahrscheinlich die Prognose ist, dann wird es irgendwann so sein, dass die Wikipedia nicht mehr aktuell ist. Die Informationen nicht mehr verlässlich, man kann sich nicht mehr verlassen auf die Qualität der Wikipedia. Und am Ende haben wir kein freies Wissen mehr, wir müssen bezahlen für unsere Informationen im Internet. Das wäre doof. Heute sind die Mitglieder da, um mit uns zu diskutieren, was mögliche Ansätze wären, um neue Autoren zu gewinnen. Und wir sind da immer offen, wir diskutieren gern mit jedem, nehmen alle Ideen auf, weil wir wissen ja auch nicht, wohin die Reise geht. Bisher habe ich ja nichts in Wikipedia editiert, aber ich habe parallel in dem Kurs schon eine erste Korrektur auf einer Seite übernommen. Die wurde dann auch direkt freigegeben. Dann ist es ja ein Erfolgserlebnis und mal schauen, dass ich vielleicht demnächst da weiter dran arbeite oder vielleicht auch mal ganz neue Texte einsetze. Das war eigentlich auch einer der Gründe, warum ich hier bin, damit ich auch ein bisschen rumschnuppern kann, was eigentlich alles dazu gehört. Um ein Autor zu werden. Also das hat mir jetzt so einen Kick gegeben, dass ich auch aktiver werde. Was wir versuchen, ist die Idee von freiem Wissen in den Bildungsbereich zu tragen, den Kulturbereich, im Wissenschaftsbereich. Das heißt ganz praktisch, dass zum Beispiel Wikipedianerinnen und Wikipedianer an einem Wochenende in ein Museum gehen, dass sie dort fotografieren dürfen. Das müssen wir vorher klären, dass da auch die Vitrinen quasi aufgehen, dass Bilder gemacht werden dürfen, die dann auch mit einer freien Lizenz in die Wikipedia, in die Wikimedia Commons kommen und von anderen auch genutzt werden können. Wir haben uns hier heute auf der MV entschieden, hauptsächlich unser größtes Softwareprojekt vorzustellen. Das ist Wikidata. Das ist unsere Wissensdatenbank zum Wissen der Menschheit in strukturierter Form, wo Menschen und Maschinen zusammenarbeiten und das Wissen der Menschheit in fast 300 Sprachen verwalten können.
Also wir haben einen anderen Bereich, wo es um technische Wünsche geht, wo wir regelmäßig Umfragen machen unter Autorinnen und Autoren. Wo habt ihr bei der täglichen Arbeit Probleme? Und diese Wünsche sammeln wir dann und dann sagen wir, die 10 größten Wünsche davon, die erfüllen wir dann auch jedes Jahr. Was es alles gibt, also von Wikidata hatte ich vorher vielleicht mal gehört, aber Wikiquote zum Beispiel kann ich noch gar nicht. Für mich gab es eigentlich nur so Wikipedia und das war's. Und mittlerweile weiß ich, dass da viel mehr dahinter steckt. Und ich finde es auch super spannend, hier mit den Admins und den Entwicklern und Programmierern zu sprechen. Was wir heute unter anderem machen, ist ein kleinen Fotoworkshop. Ein Freiwilliger ist gerade draußen mit ein paar Leuten, die fotografieren und danach kommen die wieder zurück und wir haben ein paar Rechner aufgebaut und dann können die Fotos zusammen hochladen. Die laden die Fotos zu Wikimedia Commons. Ist im Prinzip ein Medienspeicher, wo jetzt inzwischen schon irgendwie über 39 Millionen Fotos sind und die lernen dann halt kennen, wie das Ganze funktioniert und wie man das selber benutzen kann. Also wir unterstützen Freiwillige ganz unterschiedlich. Die kommen mit einer Idee zu uns. Das kann sein, die wollen irgendwie Artikel schreiben über Tango und dann kriegen die von uns zum Beispiel Bücher, die sie brauchen, oder sie wollen sich eine Kamera ausleihen, weil sie für, keine Ahnung, die Berlinale fotografieren wollen, dann unterstützen wir die damit. Oder die Redaktion Chemie möchte sich treffen, dann übernehmen wir beispielsweise die Reise- und Übernachtungskosten. Also ganz unterschiedlich, aber es sind immer Ideen von Freiwilligen, die an uns herangetragen werden und wir haben Möglichkeiten, die dann zu fördern. Fertig. Oder was wir machen, was auch sehr schön ist, es gibt Wikipedia-Büros, die auch selber von Freiwilligen verwaltet werden. Und wir unterstützen die. Es gibt in Berlin 1, in Hamburg, in Köln, in München. Das sind dann Orte, wo dann einfach auch Leute von außen Wikipedia besser kennenlernen können. Ich bin das vierte Mal dabei, bin jedes Mal begeistert gewesen. Weil das so sozusagen so eine lockere Art ist. Und das ist meine erste Mitgliederversammlung und ich hoffe mal, dass es nicht die letzte ist.